kurzfristig ausgefallen und das aus einem schönen Grund. István Patterlich, der ist heute Vater eines kleinen Jungen geworden. Herzliche Gratulation auch vom Team an ihn. Und seine Mannschaft legt auch ohne István Patterlich gleich richtig gut los. Dritte Spielminute, János Ary mit diesem perfekt getimten Break. Aber einmal mehr findet er Elate Tolvanen wie über weite Strecken dieser Serie seinen Meister. Die Partie, wie bereits die ersten beiden in dieser Finalserie, extrem schnell, extrem intensiv und immer wieder mit einem Brian Lepler, der in puncto Scheibengewinn und Abschluss seinesgleichen in der Liga sucht. Blitzschnell hier die Scheibe gezupft, sofort mit Zug zum Tor, Haken nach innen, Schuss und Safe von Rasmus Tironen. Genau diese Kombination hatte in Spiel 2 den Game-Winner zu verantworten, dass hier einen Lepler-Schuss unter dem Schoner durchgerutscht ist. Fair war mit dem nächsten Lebenszeichen. Und was für einen Andrew Sarauer. Spielminute 16. Tolle Einzelaktion des Allstars der Ungarn. 37 Jahre alt und hier fast mit der Backhand eingekehrt. Wieder mal toll gemacht. Von Arte Tolvanen verschiebt er mit Sarauer. Und bleibt am Ende Sieger in dieser Situation. Nächste Gelegenheit entfaltet sich wieder vor dem Tor der Salzburger. Ein Spiel, das hin und her wurmt, richtig ansehnlich. Und Werbung fürs Eishockey. TJ Brennan mit dem ersten Schuss. Brian Lepler setzt hier nach und bekommt noch eine ungute Attacke von Josh Atkinson mit. Crosscheck direkt ins Gesicht nach dieser Situation. Das zieht dann eben auch 2 Minuten Strafe gegen Atkinson nach sich. Wer weiß, was da hätte alles passieren können. Da hätte es möglicherweise auch mehr geben können. So geht's torlos in die erste Drittelpause. Und auch im zweiten Drittel liegt Fehrbar besser los. Über Anze Kuralt. Harry legt quer und dann hört man zum ersten Mal die Torumrandung. Der Schuss von Canan Erdi. Ein klein wenig zu genau an die Stange des Tors von Atte Tolvanen. Wieder ist es fairbar in dieser Situation. Wieder ist es die Stange, die hier rettet. Christoph Refalvi ins Line-Up gerutscht. Durch den Ausfall von Patelisch und Shaw. Und dann das, was kommen musste nach 2 Stangenschüssen. Diese wunderbare Kombination in der 26. Spielminute. Und wenn die Stürmer schon Ladehemmung haben, dann richtet eben ein Verteidiger. Christian Fournier auf Alex Pertin, der mit dem ganz feinen Pass. Und Fournier, der zum ersten Mal den Puck an Tolvanen vorbeibuxiert. Und damit war hier so richtig Feuer drin in der Partie. Denn dort die Führung der Fairwaage, mussten die Salzburger kommen. Und sie tun es auch. Benjamin Nissner nach diesem Check im Mitteldrittel. Schneider und Thomas Raffel. Was für ein Geschoss des Salzburg-Kapitäns mit seinem 20. Saisontor besorgt er hier den Ausgleich. Und obwohl es freie Sicht ist für Rasmus Tironen, keine Chance bei diesem Gewaltschuss von Thomas Raffel. Und damit gibt es erneut einen 1:1 Ausgleich, der tief in den Schlussabschnitt hineinragt. Wir befinden uns bereits in Spielminute 59. Die Scheibe kommt irgendwie zu Jan-Michael Järvinen. Und der Finne stellt auf 2:1 vom Bulli-Punkt weg, dass Järvinen gewinnt logischerweise das Handspiel. Zailoni mit tollem Zweikampfverhalten. Lepler mit dem blinden Pass und Järvinen der Vollstrecker. Es ist letztlich das Game-Winning-Goal von Jan-Michael Järvinen und der Türöffner in Richtung Finalpuck. Denn ganz zum Schluss kann Fehrbar noch einmal gefährlich vors Tor kommen, aber wie schon weite Strecken des Eishockey-Abends ist Atte Tolvanen
nicht zu besiegen. Er hält diesen Erfolg in der allerletzten Spielminute fest. Salzburg holt sich 4 Finalpunkte in der Finalserie der Week Today Eishockey League.